Willkommen beim Espresso mit Marco Buschmann, der konzentrierten Portion Politik hier aus Berlin-Mitte. Auch in dieser Sitzungswoche haben die Freien Demokraten eine ganze Reihe von Anträgen in den Bundestag eingebracht. Zur Entlastung, zur Planungsbeschleunigung und so weiter. Aber sind wir ganz ehrlich, diese Woche sprechen alle über Thüringen. Und in Thüringen ist ein Fehler passiert, ist einem Freien Demokraten ein Fehler passiert und es tut uns unendlich leid. Wir sind dort von der AfD vorgeführt worden und wir haben uns dafür entschuldigt. Und Thomas Kemmerich hat mittlerweile alles in seiner Macht Stehende getan, um zur Korrektur dieses Fehlers beizutragen. Aber eine Sache muss klar sein. Wir als Freie Demokraten haben nichts mit der AfD gemein. Wir sind eine liberale Partei. Wir stehen für individuelle Freiheitsrechte, für Toleranz und für Vielfalt und damit für das komplette Gegenteil dieser völkischen Nationalisten. Ich persönlich habe hier im Bundestag eine ganze Reihe von Reden gegen die AfD gehalten, übrigens auch im Namen der anderen demokratischen Fraktionen. Und dafür bin ich zum Teil von denen als Terrorist beschimpft worden. Die AfD ist von der Blockade des Parlaments zum Totalangriff auf die Vertrauenswürdigkeit von Demokraten übergegangen. Sie hat einen Kandidaten ins Rennen geschickt, nur um andere in Sicherheit zu wiegen und um die Demokraten gegeneinander aufzuhetzen. Und meine größte Sorge ist, dass sie damit jetzt Erfolg haben könnten. Weil Anhänger von uns, unsere Mitarbeiter, Abgeordnete aus meiner Fraktion, werden mittlerweile angegriffen, beschimpft. Ihnen wird Gewalt angedroht und es wird Gewalt gegen Sachen, gegen Wahlkreisbüro ausgeübt. Und das darf in einer Demokratie niemals passieren. Egal wie groß die Meinungsunterschiede sind, Gewalt ist niemals ein Instrument der politischen Auseinandersetzung. Und die Demokratie wird nur dann erfolgreich diesen Angriff von rechts überleben, wenn anständige Menschen nicht sich gegenseitig ihren Anstand absprechen. Die Demokraten müssen zusammenhalten. Und das ist genau das, wofür wir uns jetzt einsetzen.